und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls du gerade das erste Mal auf meinem Kanal bist, herzlich willkommen. Und wenn du schon selbst von da warst, herzlich willkommen zurück bei mir. Heute ist mal wieder ein Fashion-Haul am Start. Ihr habt mich so viel gefragt, Maya, wann kommt wieder ein Fashion-Haul? Das ist anscheinend super beliebt bei euch. Und ich sitze hier vor einem Haufen Klamotten. Wer mich schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich einmal im Monat einen riesen Online-Shopping mache. Und das zeige ich euch dann auch. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Bei Italdesign schaue ich wirklich jeden Monat vorbei, weil ich weiß, dass ich da immer was finde. Manchmal ist es ja so, du gehst in die Stadt, hast voll viel Geld am Start und du guckst in den Geschäften und es gibt nichts. Und wenn ich das habe, dann gehe ich schnell bei Italdesign vorbei. Weil manchmal habe ich so das Bedürfnis, einfach Geld auszugeben und mir Klamotten zu kaufen. Und wie gesagt, dann ist Italdesign für mich die perfekte Entscheidung, weil ich da immer safe was finde. Und ich bin auch dieses Mal fündig geworden. Wir legen los mit diesem Pulli. Ich habe mir so ein paar Pullis und Jacken und so auf jeden Fall zugelegt, weil ja jetzt der Herbst und Winter kommt und da muss ich ja bereit sein. Und zwar ist es der Pulli hier. Der hat so Patches drauf und der ist halt hinten etwas länger als vorne. Hier mit so einem Schlitz. Und ich finde den halt einfach mega chillig so für den Alltag. Einfach so ein ganz lockerer Oversize-Pullover. Das kann nie falsch sein. Dann habe ich mir noch ein paar Bomberjacken zugelegt. ich fange mal hier an. Das ist eine ganz normale schwarze, die hat hier so wie diese echten Alpha-Jacken, dieses rote Ding, was ich mega cool finde. Ich habe letztens ein Foto damit gemacht und war so dieses rote Ding drauf und ich habe mich so gefühlt wegen diesem roten Ding. Ich finde das heftig. Und ja, das ist einfach eine ganz normale Bomberjacke, die Reißverschlüsse hier sind Gold. Eine zweite Bomberjacke von Italdesign ist diese hier. Die hat so einen Camouflage-Look. Auch hier dieses geile rote Ding dran, was ich finde zu diesem Grün auch noch richtig krass aussieht einfach. Die hat so ein bisschen Müllsack-Style. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr kennt doch diese Winterjacken, die so ein bisschen Müllsack-mäßig sind. Wie sich das jetzt anhört. Aber ich glaube, man hört es und so, wenn ich so rübergehe. Aber die sieht trotzdem extrem fresh aus, wenn man die trägt. Und ich finde die einfach nur richtig, richtig geil. Dann habe ich noch eine Bomberjacke, aber das ist mehr so eine Satinjacke, die ist auch relativ dünn. Die habe ich aus so einem Billigladen. Ihr kennt doch diese Billigläden, wo es so einfach nur Klamotten gibt, keine Ahnung. Sowas wie Kolosseum oder sowas. Sowas, ich weiß jetzt nicht, wie der Laden hieß. Der war in der Mall of Berlin ganz oben. Und ja, die hat hier auch, vor allen Dingen auf dem Arm, überall so Patches drauf, hier auch. Hier hat sie auch so einen seitlichen Reißverschluss. Hinten ist auch nochmal ein Patch drauf. Und die kann man halt auch richtig geil kombinieren und so eine goldene Jacke hat natürlich in der Sammlung noch gefehlt. Weiter geht es mit einer Strickjacke und die ist, oder wie nennt man denn solche Jacken? Weil Strickjacke hört sich immer so nach Strick an. Naja, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Es ist so eine ganz normale Kapuzenjacke, vielleicht kann man das so sagen. Und die ist so ein bisschen länger und hat auch so hinten so einen Schlitz und die finde ich mega geil. Hier überall steht drauf, Love is everything. Und ich finde, das sieht einfach richtig cool aus. Und gerade weil die etwas länger ist, sieht es einfach geil aus, wenn man das trägt. Das peppt so das ganze Outfit auf. Und ist halt mal ein bisschen was anderes. Und die habe ich mega gefeiert. Und die habe ich von Lesara. Jetzt bleibe ich mal kurz bei Lesara, weil mein Berg hier so ein bisschen durcheinander ist. Und von Lesara habe ich mir diesen lockeren Kapuzenpulli bestellt. Der ist olivgrün. Die Schleife hier ist allerdings schwarz. Und hier ist ein Reißverschluss. Der ist Gold und der ist jetzt gar nicht so oversized, das ist S, obwohl es schon sehr groß ist, aber der fällt mehr in die Breite als in die Länge und den finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool und der ist mega gemütlich. Den habe ich mir auch schon vor längerer Zeit in Schwarz bestellt und ich liebe diese ganz einfachen Kapuzenpullis einfach total. So, dann habe ich noch Leute, weil es ist ja so, manche Tage sind es auf einmal wieder 23 Grad und manche Tage sind es dann 16 Grad. Deswegen habe ich mir so ein paar Spätsommer- und Herbstsachen gekauft. Zum Spätsommer gehört auf jeden Fall die Jacke. So eine wollte ich schon so lange haben. Bei Bershka gab es die auch immer, aber die waren immer nicht so schön geschnitten und da konnte ich da nie zuschlagen. Jetzt habe ich die bei Lesara gefunden. Ihr seht, wie geil locker die fällt. Die hat halt hier auch so nochmal so einen zweiten Stoff drüber, dadurch wirkt es auch nochmal richtig locker und ich finde, diese Jacke ist auch nochmal so, wenn du die anhast, sieht das ganze Outfit einfach mega stylisch aus und bin ich extrem froh, dass ich die auch bei Lesara gefunden habe. Ich mache mal kurz mit Lesara weiter und zwar habe ich mir hier dieses Oberteil gekauft, das ist schwarz langarm, sieht ganz basic aus, aber wenn du es umdrehst, dann ist hier so dieser wunderschöne
eingeknickte, rückenfreie, wie auch immer man das beschreiben mag. Und finde ich halt richtig schön. Dann habe ich mir noch eine Bluse gekauft, die ich auch mega schön fand. Die habe ich so oft auf so Instagram-Bildern gesehen und ich dachte immer, oh mein Gott, die ist so schön. Und die hat halt hier überall Spitze. Hier hinten hat die so ein Loch und da ist oben dann der Knopf. Und ist ein bisschen durchsichtig, muss man ein bisschen schauen, wie man das anzieht. Aber ich fand die einfach mega süß und ich habe mittlerweile fast nur noch bauchfreie Oberteile. Und deswegen ja, lege ich mir so langsam auch mal ein paar von den normalen Oberteilen zu. So, weiter geht es mit Lesara. Da habe ich mir nämlich einen Rock bestellt. Ich bin ja ganz oft auf so Veranstaltungen, wo ich euch auch zum Beispiel treffe. Und da möchte ich einfach immer ein cooles Outfit anhaben. Und ich habe letztens bei einer Bloggerin so einen Rock gesehen. Jetzt denkt ihr erstmal, ach du Scheiße, was ist mit Maya los? Meine beste Freundin meinte auch, Maya sieht aus wie ein Oma-Rock. Aber den trägt man halt Highwaist, dann am besten mit so einem weißen Oberteil, vielleicht so ein ganz kleines bisschen bauchfrei. Und dann so geschnürten Schuhen, also so Schuhe, die du so um dein Bein schnürst. Und ich finde, das sieht so, so geil aus. Wenn ihr ein Lookbook haben wollt, Leute, ich habe so lange kein Lookbook mehr gedreht und ich weiß auch, unter einigen Videos steht das oft. Wenn ihr ein Lookbook haben wollt, dann schreibt es mir jetzt nochmal in die Kommentare. Wenn wir schon bei Kleid sind, habe ich mir noch ein Kleid bestellt, auch für so halt Veranstaltungen. Und das ist ja so schön, Leute. Also das ist erstmal ganz lang. Aber das hat hier so vorne halt so einen ganz tiefen Ausschnitt, das trage ich total gerne und ist hier halt auch komplett offen getragen, sieht man das jetzt wahrscheinlich viel, viel besser. Ich finde die Farbe total süß, so ein Peach Beige, wie auch immer man das nennen mag. Und ich denke, auf einer Veranstaltung kann man das sehr, sehr schön tragen. So, Italdesign, wir springen mal wieder zurück. Da habe ich das Kleid her. Und so Kleider habe ich so oft jetzt auch gesehen auf Instagram oder irgendwelchen Blogposts oder so. Und ich fand das einfach richtig, richtig chillig und halt mega schön. Das ist so ein ganz einfaches, sieht aus wie so, also es ist Blusenhemdstoff, allerdings so schulterfrei, hat dann hier wieder so kurze Ärmel. Wenn man das mit so einem braunen, dünnen Gürtel noch um die Taille und dann auch so braunen, hochgeschnittenen Schuhen, die ich euch gleich zeigen werde, dann finde ich, ist das ein mega, mega cooles Outfit. Bleiben wir mal bei den Kleidern. Das habe ich auch von Italdesign und das finde ich auch so, so schön. Erstmal denkt man ja, also bei mir ist immer, ich habe so einen spitzen Abturn eigentlich sowieso, weil das ist eigentlich auch nicht mehr jetzt so in. Und mir gefällt die Spitze meistens lieber, als es immer so ein bisschen nach Oma-Gardine aussieht. Aber dann habe ich das Kleid gesehen bei Italdesign und ich habe fast kein kurzes schwarzes mehr. Ich habe, glaube ich, eins so für abends und der Rest ist halt so für die Freizeit, so basic. Und dann habe ich das gesehen und ich fand das so hübsch, weil das halt auch diesen Kragen hatte und hier die Ärmel sind halt so mehr oder weniger durchsichtig und das fällt halt einfach, ich fand es einfach richtig, richtig süß und ich denke, das kann man einfach immer gebrauchen und es ist auch etwas schicker und ich finde, sowas kann man halt auch gut an zum Beispiel Weihnachten oder sowas anziehen, weil es da ja auch nicht zu schick sein darf, also mit so Abendkleid kommt man ja nicht zum Familienesstisch und ich finde sowas halt voll süß für irgendwelche Feierlichkeiten. So, dann habe ich noch eine Highwaist-Hose von Italdesign und ich hatte wirklich, ich habe keine hellblaue Highwaist-Hose. Ich trage mittlerweile ja nur noch Highwaist und ich habe nur schwarz, dunkelgrün, weiß, dunkelblau, aber ich hatte keine in dieser Farbe. Und die habe ich dann gesehen und die fand ich cool, die hat wieder Löcher in den Knien. Die sitzt auf jeden Fall mega, mega gut. Ich finde die Farbe cool. Das kann man jetzt noch im Herbst so tragen, ansonsten halt besser im Frühling oder Sommer. Aber so eine brauchte ich noch und da dachte ich, bestelle ich mir die auch gleich mit. Dann habe ich mir noch bei Lesara einen Bikini bestellt. In der Hoffnung, dass es nochmal Strandwetter wird. Oder dass ich nochmal irgendwo hinfliege. Wird nicht der Fall sein, egal. Dieser Bikini, Leute, ist so geil. Oh mein Gott. Die Seiten hier, ich möchte euch den nicht angezogen zeigen, aber die Seiten hier haben so vier Schnüre. Und ringsherum, so an den Rändern, ist halt so ein bisschen spitze. Das, also das finde ich an der Hose schon mal richtig geil. Aber, Leute, das Oberteil. Also das ist erstmal hier so ein Neckholder und halt hinten am Rücken nochmal zugeschnürt. Und das hat hier diese zwei BH-Streifen, wie auch immer man das nennen mag. Und ich finde, das sieht so geil aus, wenn man das trägt. Ich finde, ich wollte unbedingt so ein Bikini haben und der war halt echt nicht teuer bei Lesara. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Ich bin so in Love mit diesem Bikini. Ich hatte auch noch keinen in Schwarz. Und ich bin so, 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 so glücklich, dass ich diesen Bikini bestellt habe. Kommen wir zu den Schuhen und vielleicht habt ihr letztes Jahr im Winter mitbekommen, dass ich ein absoluter Overknee-Freak bin. Ich habe schon schwarze,
Aber jetzt wollte ich halt mehr haben, weil ich habe nur schwarz. Ich wollte graue und beige auf jeden Fall haben. Und graue habe ich bei Ital Design gefunden. Die sind, so. So, ich hoffe, ihr seht das gut. Die sind vorne etwas spitzer als meine schwarzen. Finde ich aber total schick. Hier hinten kann man die so zuschnüren. Die sind auch etwas höher, also die gehen schon wirklich übers Knie. Weit übers Knie. Aber mit einem so oversized schwarzen Pulli oder so, finde ich die ja sowas von sexy. Und ich bin so froh, dass ich die habe. Dann wechsle ich wieder zu Lesara und ich hatte dann doch wieder kurze Sommerhoffnung. Deswegen habe ich mir so Lookalike Birkenstocks bestellt. Ich wollte unbedingt welche haben, aber 45 Euro für so Latschen, dachte ich mir so, bruh. Und dann habe ich die gesehen und die glitzern noch so geil und ich habe mich sofort verliebt. Habe die sofort in den Warenkorb geschmissen und ich finde sie so, so hübsch. Diese anderen silbernen Schuhe sind so Slipper. Ich hatte die schon beim Feier an, deswegen sehen die etwas demoliert aus. Ja, das sind halt so Slipper, die so sehr hohes Plateau haben, was ich so schön finde. Und die haben halt dieses Glitzer, was ich halt auch gerade zum Feiern einfach cool finde. Und ja, ich bin absolutely in love. Und die kann man auch auf jeden Fall richtig geil im Herbst tragen. Das letzte Paar Schuhe von Lesara, da wusste ich schon, dass es viel zu kalt sein wird, dass ich die anziehe. Aber ich wollte solche Schuhe unbedingt haben. Und zwar sind das so Sandalen. Und die haben, das ist erstmal so Wildleder und das ist braun. Und das meine ich, könnte man voll gut, finde ich, zu diesem gestreiften Kleid kombinieren. Oder halt einfach auch zu allem sonst, zu einer hellen Jeans, finde ich dieses Braun so, so schön. Und ihr seht, das hat hier so zwei mega lange Schnürsenkel. Und die bindet man sich so komplett einmal so ums Bein herum bis oben. Und ich finde, das sieht sowas von Stylo-Milo aus. Also mir gefällt das wirklich richtig gut. Erstmal habe ich das bei voll vielen Mädels gesehen, die hinten dann immer diesen Reißverschluss hatten. Und dann war das schon so vorgeschnürt. Und ich fand das so hässlich mit diesem hässlichen Reißverschlussstreifen, so die Wade entlang hoch. Das hat mir gar nicht gefallen. Dann habe ich die gesehen, wo man halt selber schnüren kann. Freihand sozusagen. Man kann es sich auch so ganz oft um den Knöchel schnüren. Das sieht auch mega aus. Und ja, finde ich auf jeden Fall auch mega, mega cool. Ich verlinke euch natürlich die ganzen Sachen unten in der Infobox, sofern es sie noch gibt. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Wie gesagt, bei Lesara gibt es auch mega geile Sachen. Bei Ital Design, wisst ihr, shoppe ich sowieso immer. Bei Ital Design habt ihr auch einen Rabattcode mit Maya Reh. Da kriegt ihr, oder Maya Reh 5. Ich habe meinen Rabattcode vergessen, Leute. Ich schreibe ihn euch auf jeden Fall hier rein und unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ab einem Einkauf ab 30 Euro kriegt ihr da noch ein bisschen Rabatt. Das würde ich auf jeden Fall ausnutzen. Schaut bei den beiden Online-Shops vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr einen Fashion-Haul, einen Fashion-Haul, oh mein Gott, ich bin ja richtig am Ende gerade. Wenn ihr einen, nein. Wenn ihr ein Lookbook sehen wollt, jetzt habe ich, schreibt es mir wie gesagt unten in die Kommentare. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe gerade ganz viele Projekte am Laufen, Leute. Ich versuche viel zu posten. Ich bin andauernd auf YouNow online. Alles dazu steht auch unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich, wenn ihr dort mir alle auch zuschaut. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Mua.